Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir befinden uns immer noch im Bossfight Nummer 2. Ja, dieser Boss ist auch ziemlich stark eigentlich. Und ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren und jetzt ein bisschen besiegen. Ja, jetzt kommt er wieder hier. Das vorderste Teil wegschneiden, genau. So. Soll ich von seinem Todesleser. Und dann einfach mal vor ihm wegrennen und auf seinen Schwanz draufschlagen. Und in eine Giftwolke rein. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis unsere magische Energie wieder aufgeladen ist. Wenn das nicht schon mal Bomben wegklopfen. Und dann gucken, dass wir so weit wie möglich vorne anfangen. Dass uns sein Kopf mit dem Weg ist. Jetzt haben wir ihn irgendwie verarscht. Geht er nämlich um. Und geht wieder nach oben. Und ja, jetzt haben wir wieder nicht mehr genügend Magie. Aber doch. So, jetzt müssten wir eigentlich schon mal alle seine Teile entpanzert haben. Oh, und jetzt wird er wieder zu seinem Rad. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. So, jetzt dürfte er gleich innen kommen. Ja, dann gehen wir nach außen. Und eine Umrundung reicht mir nicht. Nach Hause zu kommen, deswegen gehen wir jetzt nach innen und werden vergiftet. Na gut, das lassen wir mal so stehen. So, er kommt innen, wir gehen nach außen. Das reicht nicht nach ganz außen, aber uns reicht das nach innen. So. Wir die Bomben weg. Und dann muss er sich erst einmal wieder in Knoten. Ah, da sind die Schwachstellen. So. Da ist mir jetzt gerade zu viel Gift. Ah, komm her. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt ist nämlich sein Kopf verwundbar, weil wir ihm seine gesamte Panzerung weggeschlagen haben. Das heißt, es ihm auf den Kopf geben. Wenn wir jetzt nicht gleich sterben durch Giftexplosion. So, das war's. Das war der zweite Boss. Wir haben ihn besiegt. Wir können jetzt hier hoch über das geflutete Gefängnis und können langsam weitergehen. Jetzt sind wir nämlich im Inferno gelandet. Erstmal speichern natürlich und dann wollen wir weiter.
Und ja, hier gibt es schon mal einen Ort, an dem wir was platzieren müssen. Das suchen wir jetzt mal. Vielleicht müssen wir nicht auf dieser Seite hier sein. Und wie man sieht, gibt es schon wieder neue Gegner. Nämlich Feuerhühnchen. Und neue Dämonenritter. Und diese komischen fliegenden Bücher da, die Feuerhühnchen produzieren. Wie das auch immer gehen soll, keine Ahnung. Ich hinterfrag's nicht. Und da wir natürlich jetzt hier auch im Feuerbereich sind, gibt's rote Schleime. Und natürlich eine viel andere Musik. So. Die übrigens auch ziemlich toll klingt. Eigentlich ist ja eigentlich das Feuergebiet als bei der liebsten Gebiete. Nicht nur wegen der Musik, sondern auch weil wir hier endlich eine neue super tolle Waffe kriegen. Aber das erst später. Kann ich nicht vorwegnehmen. Oh, das ist Miusha und sie ist umzingelt. Warum hat es mich von allen Plätzen nur hierher geschickt? Hilfe, Hugo, rette mich. Ja, man merkt ein bisschen, dass sie in Hugo verliebt ist, den anderen Charakter, den wir hätten spielen können. Ah? Judika? Schmutzige Biester, wo sind eure Manieren? Lasst mich euch zeigen, was passiert, wenn ihr eine Dame falsch behandelt. Und ja, sie wollte es mir zeigen. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Ich schlag einfach auf sie. Heil. Genau. Und da liegen ein Haufen SP rum, die ich nicht einsammeln kann. So, das sollte für sie gereicht haben. Bist du okay? Miusha, richtig? Ja, bin ich. Danke, dass du mich gerettet hast. Kein Problem, ich bin froh, dass es dir gut geht. Solltet ihr Magier nicht die unteren Stockwerke des Turms untersuchen? Wieso bist du so weit oben im Turm? Wir wurden von einer großen Gruppe Dämonen angegriffen. Und sie haben uns in die Ecke getrieben. Also haben wir unsere Kristalle benutzt, um uns in Sicherheit zu warpen. Beziehungsweise, das ist das, was ich versucht habe. Aber wahrscheinlich, weil ich so nervös war, hat es mich hierhin geworbt. Oh, das war wirklich Pech. Es ist nicht kaputt, oder? Nein, ich denke, ich war einfach nur nicht in der Lage dazu. Diese Art von Sachen passieren mir öfter. Ich glaube, ich bin ziemlich unfallanfällig. Oh, okay. Aber ich bin froh zu sagen, dass auch etwas Gutes dabei herauskam. Ich sah Lady Fina nicht fern von hier, nachdem ich teleportiert wurde. Was? Ich habe versucht, nach ihr zu rufen, aber sie hat mich nicht gehört. Also versuchte ich näher an sie ranzukommen, aber sie hat sich wegteleportiert. Lady Fina war hier? Rika? Oh, tut mir leid. Ich denke, wir haben dann unsere Bestätigung. Und nun, da wir wissen, dass Lady Fina hier ist,
sollten wir unsere Anstrengungen erhöhen. Hm, was haben wir denn hier? Ein paar Göttinnenlakaien. Ich dachte mir schon, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Wer ist das jetzt? Wo kommst du her? Warte, dieses Outfit. Sag mir nicht, du bist der Mann mit Klauen. Ja. Ihn haben wir auch schon im Intro gesehen. Aber gut, weiter im Text. Keiner von euch beiden sieht so aus, als wäre er in der Lage, selbst gegen die schwächsten Kreaturen dieses Turms zu kämpfen. Epona war nicht gerade sehr begeistert. Die sechs Priester müssen hart um ihre müssen es hart haben mit ihren Rittern. Also gehörst du zu den anderen beiden. Suchst du nach Lady Fida? Ist es das, warum du hier bist? Also wurde sie gesichtet, hm? Das sind großartige Neuigkeiten. Sie kann doch nicht weit sein. Ich mag es, wenn meine Feinde ihre Informationen so einfach offenlegen. Meine Befehle sind euch zu töten, aber als Zeichen meines Dankes schaue ich nun in die andere Richtung. Warte. Wenn du meinen Rat willst, geh zurück zum Solomon-Schrein. Leute wie ihr werden hier unten nicht lange überleben. Und weg ist er. Was sollen wir tun? Wenn wir uns nicht beeilen, wird er Lady Fina gefangen nehmen. Das war... Oh, nichts. Ich denke, ich sollte zurück zur Basis und dem Oberpriester davon erzählen. Ich denke nicht, dass wir weiter den Turm hochkommen so schnell. Und ich denke, Cadena macht sich Sorgen um mich. Oh, ich denke, ich werde mich ranhalten, also... Ja, sie soll dem Oberpriester Bescheid sagen. Und sag ihm, es tut mir leid. Es war eine dumme Sache von mir, das so offen zu sagen, und nun habe ich Lady Fina in Gefahr gebracht. Nein, Julika, das ist nicht deine Schuld. Das waren einfach nur die Umstände. Und ich denke, Lady Fina wird in Ordnung sein. Und ich denke, du solltest das mit dir nehmen. Ja, wir haben die rote Mondscheibe gekriegt. Was ist das? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe es hier in der Nähe gefunden. Ich denke, es ist nützlich. Und du brauchst es mehr als ich. Danke, ich werde darauf aufpassen. Wir sehen uns später, Julika. Pass auf dich auf. Lady Fina. Und ja, Yusha hat den Fremden erkannt. Julika leider nicht. Sie kennt ihn nicht. Aber ich denke mal, wenn wir als Toll noch einen zweiten Run hinlegen, wird das ein bisschen einleuchtender. Aber nun, erst einmal zurück zum Guilty Fire Eingang. Ja, wir sind schon ziemlich weit im Turm hoch. Gut, dann zurück zum Guilty Fire Eingang. Speichern. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.